Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen mega krassen, eskalativen Try-On-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe bei Flaconi bestellt, bei Blissim habe ich bestellt und ziemlich häufig bei Douglas. Und ich habe mich eben schon damit geschminkt und das hier ist quasi das Endresultat. Das heißt, das seht ihr jetzt schon am Anfang. Ich werde euch aber einzeln die Sequenzen einblenden und dann quasi weiter labern, während ich das dann mit euch teste. Und genau, ich habe das letztens schon mal gemacht, dass ich dann so ein Try-on-Haul gemacht habe. Da habe ich dann so Bild neben Bild. Das hat... ist nicht so hundertprozentig gut angekommen. Ich denke, dass ich das dann so machen werde, dass ihr dann das Bild in Großaufnahme seht. Vielleicht dieses Bild in klein unten in der Ecke, muss ich mal gucken, oder gar nicht. Genau, aber auch nicht in Zeitraffer, sondern wirklich dann, wenn, ne, vielleicht beschnitten oder so, aber nicht in Zeitraffer, weil da wurde mir auch gesagt, dass es nicht so cool ist. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung. Ich teste mich jetzt ja gerade noch ein bisschen mit dem neuen Schnittprogramm aus. So, das Ganze werde ich jetzt nicht Shop für Shop machen. Ich verlinke euch die Produkte in der Infobox und die wird ziemlich voll sein. Das meiste davon sind Affiliate-Links, weil zu den Seiten von Flaconi und von Douglas habe ich eine Affiliate-Möglichkeit, sage ich mal. Das heißt, wenn ihr über meinen Code, über meinen Link in der Infobox bestellt, ist es für euch nicht teurer, aber ich bekomme eine kleine Provision über Awin oder Awin. Genau. Wir starten einfach mal mit dem ersten Teil, was wir sehen. Achso, ich habe ganz viele Goodies bekommen, die zeige ich euch gleich am Ende, glaube ich. Oder zeige ich die am Anfang? Oder nicht, zeige die am Ende, glaube ich. Oder am Anfang. Ich zeige sie am Anfang, ne? Ja. Wenn ihr möchtet, ihr, ne, Timestamps, könnt ihr immer weiterhüpfen. Ich habe fast nur Schminke hier. Das erste, was ich hier euch zeigen möchte, ist das hier. Das ist ein Haarreifen. Den habe ich mir jetzt auch ein bisschen zurechtgebogen. Ich finde den wunderschön. Den würde ich jetzt tatsächlich auch nicht nur zum Schminken tragen, sondern den würde ich auch einfach so tragen, weil wie geil sieht das aus? Ich sehe aus wie eine griechische Göttin, die jetzt so einen Julius Caesar Gedächtniskranz hat. Ne? Mega. Stehe ich voll drauf. Ich musste mir das hier nur so ein bisschen an den Ohren zurechtbiegen, aber das Metall, das geht klar, weil ich eine ziemlich fette Rübe habe. Und ich mag das aber richtig gerne leiden. Und jetzt gerade so im Sommer, wenn die Haare so rumfliegen oder mein Freund dann mit offenem Fenster durch die Gegend fährt und ich sitze auf dem Beifahrersitz und habe keine Chance wegzulaufen. Haarreifen. Mega. Freue ich mich drüber. Und ja, der ist neu mit eingezogen. Dann habe ich, ich glaube bei Flaconi war das, von Vandini Blüten... Essenz und Fliegekomplex, ein Body-Zucker-Peeling Sugar Scrub mit Avocadoöl für intensive Reinigung für alle Hauttypen bestellt. Da gab es auch was Gratis mit dabei. Die Goodies zeige ich euch aber gleich gesammelt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich mag gerne Vandini, ich mag den Duft total gerne und Zuckerpeeling für den Körper finde ich auch klasse. Riecht man jetzt hier leider nichts raus, aber das ist ganz, ganz klasse. Ich glaube, das ist auch so eine Art Naturkosmetikmarke. Finde ich echt schön. Die kommen aus Siegelsbach, aus Deutschland. Tierversuchsfrei, vegan, dermatologisch bestätigt, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle. Und es ist ein deutsches Familienunternehmen. Fand ich einfach total sympathisch, ne? Und deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. Und so, ich glaube, zu dem Zeitpunkt brauchte ich eins, als ich bestellt habe. Ich habe über, ich glaube, 3 Monate jetzt gesammelt oder über 2 Monate. Ich weiß nicht, wie lange die anderen Hauls so her sind. Und ja, deswegen. Ne? Und es ist warm, wie man sieht. Trinkt euch einen Schluck. Mm. Entschuldigung, das war gierig und da habe ich geschmatzt. Mm. So, dann würde ich sagen, ja, ich starte wirklich mit den Goodies. Und weil ich halt zu verschiedenen Zeitpunkten bestellt habe, habe ich echt eine ganz schön große Goodie-Tüte hier. Ich glaube nicht, dass ich euch dazu die Preise einblenden werde und ich weiß auch nicht, ob ich noch weiß, aus welchen Shops das jetzt kam, also zu welchen Bestellungen das gehört. Gut, diese Tasche, da steht Douglas drauf, das war irgendwo mal mit dabei, das ist so eine Art Pride-Bag, war dann wohl so ein Pride-Angebot, die sind meistens dann ja gefüllt mit so ein paar Sachen. Die finde ich ganz schön, weil die halt gefüttert ist. Ich verwende sowas ja immer, wenn ich Verlosungspakete packe oder Tauschpakete, ne? Dass ich die Produkte halt schön darin verstauen kann. Da ist halt noch ein bisschen in dem Innenfutter zwischendrin noch Schaumstoff. Und das schützt die ganze Geschichte. Dann, das mache ich gleich, weil da habe ich, das habe ich im Schminki verwendet. Von Elemis Pro Collagen Marine Cream Anti-Aging, eine Anti-Wrinkle-Tagescreme, also Anti-Falten 15 ml. Finde ich ganz cool, dass sowas einfach mal mit dabei ist. Ne? Da beschwert man sich nicht. Von Rituals, und deswegen riecht hier alles so krass. The Ritual of Sakura, was ich liebe, Body Cream, Rice Milk and Cherry Blossom, da sind 10 ml drin. Das ist meistens in solchen Taschen, dass du dir halt irgendwie aussuchen kannst, was du haben willst.
Lancaster Sun Sensitive Luminous 10. Also es ist, glaube ich, ein Selbstbräuner, oder? Weiß ich nicht. Oil Free Milk Le Non Gras Water Resistant Lichtschutzfaktor 50. Aua, 15 Milliliter sind hier drin. Seit wann steht hier ein Tisch eigentlich? Au! Dann, ja, das fand ich richtig geil von Biotulin. Eine Maske, die Gesichtsfalten reduziert. Also hier ist einfach mal eine komplette Maske drin. Und hier ist diese Maske. Was ich euch übrigens empfehlen kann, sowohl wenn ihr bei Douglas zum Beispiel Goodies aussucht, ne, als auch wenn es Goodie Bags gibt, wo man sich 4 von 10, 5 von 10, 3 von 4, keine Ahnung, Produkten so aussuchen kann, wählt irgendwie gefühlt am besten immer Überraschungsprobe. Weil da kriegt ihr Sachen, Leute. Das ist der Wahnsinn. Finde ich echt total großartig. Und das mache ich immer. Also immer, wenn ich die Möglichkeit habe, Überraschungsprobe anzuklicken, mache ich das. Weil da kriegst du meistens nochmal richtig was Krasses. Zum Beispiel hier. Das hier war entweder eine Probe von Douglas, wo ich Überraschungsprobe angeklickt habe. Oder bei so einer 3 von 10, 4 von 10 Geschichte. Da habe ich nämlich ein komplettes Kiehl's-Täschchen bekommen und das ist auch noch gefüllt, ne? Das fand ich Hammer, habe ich heute erst bekommen tatsächlich. Das ist einmal Ultimate Strength Hand Soap, also eine Handcreme, 5 ml sind hier drin. Die soll richtig gut sein, habe ich gehört. Dann haben wir hier so eine Ampulle oder ein Serum drin. Midnight Recovery Concentrate ist das, da sind 2 ml drin. Dann, also es zählt als ein Produkt, ne? Vital Skin Strengthening Super Serum, 1,5 ml hat man hier noch mit dabei. Dann habe ich hier Ultra Facial Cleanser, 30 ml, also ein Gesichtsreinigungsprodukt. Und last but not least, ich meine gut, die Tasche ist auch noch mit dabei, Pure Vitality Skin Renewal Cream, 5 ml. Das ist Wahnsinn, ne? Und deswegen, das kann ich euch nur empfehlen. Dann kann ich euch auch noch empfehlen, bei Frau Shopping immer vorbeizugucken oder bei Google Douglas gratis einzugeben. Meistens gelten tatsächlich die Codes schnell 15 und schnell 20. Die sind meistens aktiv, dass man 15 bzw. 20% auf alles bekommt bei Douglas. Das gleiche gilt übrigens auch bei Flaconi. Bevor ihr bestellt, gebt immer in der Google-Suchleiste gratis, Rabattcode oder was auch immer, plus der jeweilige Shop ein. Genau. Dann habe ich hier auch noch von Sensaisic Peeling Powder. Das ist super teuer. 0,5 Gramm sind hier enthalten. Das ist ein Enzympeeling. Und Enzympeelings mag ich immer lieber, muss ich sagen. Hier habe ich mir tatsächlich das Produkt auch in groß geholt, habe dann aber als Überraschungsprobe auch nochmal die unterschiedlichen Farben geschickt bekommen. Fand ich auch cool von Becker, den Lightshifter Dewing Tint Tint Illuminateur. Da habe ich die Farben 2, 3 und 4 hier als Probe noch mit dabei. Übrigens, den wollte ich nämlich auch haben. Lightshifter das Puder, ne? Egal. Solche Sachetproben sammle ich tatsächlich auch immer. Und ich weiß, ich sage ziemlich häufig tatsächlich. Und verlose irgendwann so ein großes Paket voll mit solchen Probensachets. Immer bei Instagram. Falls du mir dort also noch nicht folgen solltest, mach das. So sieht mein Feed tatsächlich aus. Ich weiß endlich, wie ich das hier einblenden kann. Yay! Und folgt mir da, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich würde mich mega drüber freuen. Und da poste ich halt auch gerne einfach mal so ein paar persönliche Sachen zwischendurch, ein paar Einblicke aus meinem Alltag oder unter meinen Fotos ist dann halt auch einfach mal so ein bisschen Herzenskram mit dabei, was mir gerade einfach durch den Kopf geht. Und ja, falls du da einfach ein bisschen tiefere Einblicke haben möchtest, dort geht es ein bisschen privater ab und dort kann ich auch einfach Informationen, Rabattcodes, Aktionen, alles Mögliche viel schneller teilen, weil es einfacher ist als bei YouTube, ne? Genau, deswegen so viel zu diesen Sachetproben. Ich würde mich freuen. Und das hier gab es auch noch für Ume mit dabei. Das fand ich auch total, das war auch eine Überraschungsprobe von Benefit Hoola. Habe ich ja noch nie gesehen. So geil, dass man, also, ne, fand ich krass. Einfach mal hier also ich meine, ich habe das in Original. Aber eine Probe, eine Puderprobe von einem Bronzer habe ich noch nie gehabt, muss ich gestehen. Und das finde ich fantastisch. Ja, ne, und da hast du ja einfach mal den Hoola Bronzer. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Zweimal, das ist glaube ich Flaconi. Flaconi ist recht mau mit Proben unterwegs, aber die haben immer ziemlich coole Angebote, dass du Goodies dabei bekommst, wenn du irgendein Produkt von einer bestimmten Marke kaufst. Genau, da habe ich hier Miss Dior zweimal, das Parfum, das hatte ich auch schon mal da, mag ich gerne, jeweils 1 ml.
Die werde ich aber wahrscheinlich sammeln für einen Parfum-Adventskalender oder so, den ich plane. Das hier ist eine große Geschichte von Gucci Guilty Eau de Parfum 7,4 Milliliter. Hier hat man einfach das Parfum drin. Ich weiß auch nicht, ob ich das vielleicht selber sogar behalten möchte. So ein Gucci-Parfum? Ein bisschen Etepetete ist auch mal nicht verkehrt, ne? Wobei, ist das ein Roller? Ich glaube, das ist ein Roller. Und Roller mag ich ja gar nicht, ne? Nee, das wird weiter wandern. Wahrscheinlich sogar in einem Parfum-Adventskalender, den ich auch dieses Jahr wieder gestalten werde. Dann habe ich hier auch gratis mit dabei gehabt von NYX. Den Gloss mag ich, also den hatte ich schon mal, den mag ich aber nicht so gerne. Ich weiß nur nicht, welche Farbe das ist. SLHP11, kann das sein? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall dieses hier. Maxime Giacomo hatte davon tierisch geschwärmt. Ich mag den überhaupt nicht. Du machst dir erst diesen Liquid Lipstick drauf und dann trocknet das Ganze an und dann machst du dir das hier drüber. Das ist so ein Lipgloss. Und dann soll das Ganze kussecht sein. Bei mir wird es leider nur crusty, aber ich bin noch ein paar Jährchen älter als Maxine. Dann habe ich ja auch noch eine Probe von dem Pro Collagen Eye Revive Mask Gedöns von Elemis. Anti-Aging, 1 Milliliter sind hier drin, also einfach eine Augenmaske. Finde ich nice. Ich mag auch gerne Augenmasken so als Cremeprodukt. Ich glaube, ich hätte ein komplettes Video nur über meine, was ich gratis bekommen habe, Geschichten drehen können. Das finde ich klasse, das wollte ich nämlich wirklich auch mal ausprobieren von La Roche-Posay. Das Antelios 50 plus Lichtschutzfaktor fürs Gesicht ist das nämlich, glaube ich. Habe ich auf jeden Fall schon bei einigen gesehen, dass sie das sehr, sehr gut finden. Und dann habe ich hier noch von Glam Glow den Glow Starter Nude Glow. Das ist so ein Liquid Highlighter eigentlich. Kannst du aber auch unter der Foundation verwenden oder in die Foundation reinmischen. Genau, mit Hyaluronsäure. Ne? Und das ist ein Sachet mit 1,5 Millilitern. Dann gab es von Philip Kingsley, ich glaube Look Fantastic ist hier auch noch ein bisschen mit dabei. Wenn ich, ja, Look Fantastic ist hier auch noch mit dabei. Krass. Flaky Itchy Scalp, also eigentlich auch wirklich für mich gemacht. Das ist ein Shampoo für juckende Kopfhaut. 15 Milliliter sind hier drin. Gut, ich habe jetzt nicht unbedingt juckende Kopfhaut, aber ich habe so Stellen, die trocken sind, wobei ich da eigentlich was von meiner Hautärztin bekommen habe. Zweimal habe ich hier von Guerlain ein Produkt mit dabei und das ist irgendwie ein Öl. Abbey Royal. Mhm. Sieht ziemlich scharf aus, ne? Serum und Öl. Was, sind hier beide Sachen drin? Nee, das ist nur eins. Youth Watery Oil habe ich hier ein Sachet mit 0,5 Millilitern. Und das ist auch nochmal Youth Watery Oil. Das ist genau das gleiche nochmal. Okay, ja, das ist quasi der erste Schritt von diesem Pflegekram. Man gönnt sich. Dann habe ich hier noch eine Tasche von NYX mit dabei, weil ich mir auch was von NYX bestellt habe. Das zeige ich euch auch gleich. Dann gab es halt einiges gratis. Ich glaube, den Lippi, den gab es auch gratis, weil ich was bestellt habe damit. Egal. Ich musste tatsächlich dreimal bei Blissim bestellen, weil ich kann immer meine Blissim Points einlösen, ne? Dass ich dann quasi im Onlineshop dort stöbern kann. Man kann aber maximal immer nur 20 Euro umwandeln im Produkt und das ist ziemlich ätzend. Das heißt, ich musste dann wirklich 3 Bestellungen aufgeben. Das heißt, an einem Tag kamen 3 Umschläge bei mir an. Aber hey, 3 Gratis-Proben waren mit dabei und 3-mal ein 5-Euro-Rabattcode für den Shop. Toll. Ja, haben die ganz toll gelöst. Es ging auch mal, dass man in unbegrenzter Höhe halt auch einlösen konnte. Das heißt, da konnte man dann auch etwas teurere Produkte in den Warenkorb legen. Egal. Auf jeden Fall ist hier mit drin gewesen, jeweils einmal dieses Mike Laurent Reboost Refreshing Hydrating Cream für normale Haut. 5 Milliliter sind hier enthalten und das ist so ein kleines Tütchen und ja, sowas kann man entweder dann halt in den Adventskalender mit reinpacken, also wenn ich mal Adventskalender wieder packe oder einfach mal zur Verlosung dazu packen oder so, ne? Mir fällt da schon was ein. Genau, bei mir wird ja nichts schlecht, das ist ja easy peasy Sonnenschein bei mir. Genau, ja, das fand ich auch ganz schön. Dann habe ich auch noch tatsächlich, ja genau, weil ich hatte bei Blissim nur Clarins Produkte bestellt und das finde ich sehr schön, das kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen, da einfach mal vorbeizuschauen, weil das auch von der, das ist ja eigentlich die Blissim Box, ne? Aber auch wenn man dort im Onlineshop bestellt, die Proben, die man dann ja, randommäßig zugeteilt bekommt, passen auch wirklich auf den Einkauf, den man getätigt hat. Dann habe ich hier noch von Clarins das Nutri Lumiere Nourishing Rejuvenating Night Cream 5 ml. Die war aber bei Douglas mit dabei, bei einer Bestellung, das weiß ich noch, weil es heute ankam. Ja, ist halt auch so ein kleines Typchen, ne? Da ist jetzt noch so ein Beipackzettel mit drum. Leute, immer wenn Beipackzettel irgendwo mit bei sind, heißt es meistens, dass es ein hochpreisiges Produkt ist, ne? Dann habe ich hier noch etwas von 123. It's Prime Time
Oh, das hätte ich auch als Primer heute verwenden können, oder? Naja, Hydra Power Gel Cream, das macht alles weich und versorgt mit Feuchtigkeit und ist mit fermentierten japanischen Aprikosen, Birne und Desertica. Das weiß ich nicht, was das heißt. Ja, weiß ich nicht. Aber gut, hier steht Primetime. Toll. Hätte ich theoretisch als Primer nehmen können, bestimmt, ne? Egal, vielleicht demnächst mal. Dann habe ich hier noch von Betty Barclay Dream Away, eine Cremedusche, 75 ml. Das habe ich mir in diesem 4 von 10 Gedönsen selber ausgesucht. Finde ich ganz schön. Habe ich mir aber mehr so überlegt, in den Adventskalender reinzupacken. Ich mag die aber gerne. Ne? Das riecht schon gut, muss ich sagen. Aber ich habe sehr viele Cremeduschen. Eine kleine Parfum-Miniatur habe ich mir auch ausgewählt, weil, ne, Parfum-Adventskalender Tiffany & Co. Sheer, 5 ml sind hier drin. Und das ist halt so ein typischer Sammelflakon. Ich weiß, dass viele sowas sammeln. Ich selber sammle sowas nicht. Aber ich weiß, dass ich damit Leute glücklich machen kann. Und das werde ich dann dieses Jahr auch wieder machen. Genauso wie letztes Jahr. Da habe ich ja auch einen Parfum-Adventskalender zur Weihnachtszeit verlost. Und das finde ich immer ganz schön. Weil ich weiß, dass da viele sich einfach mega drüber freuen. Dann habe ich hier was von Lancôme noch mit dabei, das Renergy Nuit Multi Glow Intense Recovery Night Cream 5 ml. Auch sowas ist eine Sache, wenn man sich den Lancôme Adventskalender dann in der Weihnachtszeit gönnen wird, wird tatsächlich auch sowas in dem Adventskalender zu finden sein. Oder man hat es bei Douglas für Umme mit dabei. Ne? Deswegen kann man sich mal überlegen. Ich bin schon voll hyped auf Adventskalender, Leute. Dann habe ich hier noch von Rituals ein Produkt. Das habe ich auch schon mal leer gemacht. Das ist Ritual of Karma mit Lichtschutzfaktor 30. Eine Gesichtscreme, 10 ml sind hier enthalten. Das haben wir immer mal wieder zur Sommerzeit als Goodie bei Douglas auch mit dabei. Finde ich immer ganz schön, weil das riecht auch so gut. Lichtschutzfaktor 50 wäre noch besser, aber besser haben als brauchen. Dann habe ich hier von Gucci Guilty dann noch eine Perfume Body Lotion. 50 ml sind hier enthalten. Und ach, das riecht auch schon wieder so gut, ne? Oh, nom, nom, nom. Nicht aufessen hier. Ein Nagellack hatte ich in diesem 4 von 10 Gedönsen auch mit dabei. Total fancy. Von Delphi Nail Lacquer. Ist das nicht geil? Sieht aus wie ein Tintenfass, ne? Ich stehe auf sowas. Finde ich wunderschön. Und dann Bandini, ne? Wir haben ja eben schon das Peeling gesehen. Blütenwasser und Pflegekomplex, Nutri-Pflegedusche, Schauergel, Pfingstrosenblüte und Arganöl. Ist ja schon nice, ne? 30 ml sind hier drin. Finde ich toll. Ja, jetzt habe ich schon mal eine Viertelstunde nur über Gratisprodukte geredet. Und dann würde ich sagen, jumpen wir mal so ein bisschen in diese Geschichte, wie ich dieses Kunstwerk gestaltet habe in meinem Gesicht. Natürlich habe ich im Vorfeld einen Primer verwendet, weil ich nicht genau wusste, ob die Foundations, die ich mir gekauft habe, auch wirklich pflegend genug sind. Angefangen habe ich mit der Becker Light Shifter Dewy Tint Teint Illuminateur. Das habe ich schon gesehen bei der lieben Jenny's Highlights. Die hatte den auch angewendet und hat da auch schon so ein bisschen gesagt, ob das wirklich etwas ist, was man als Foundation-Ersatz nehmen kann oder als Tinted Moisturizer, ist mal so dahingestellt. Das Produkt verleiht wirklich einen extremen Glow. Also ich kann mir das auch vorstellen für Leute, die sehr auf diesen Glowy Skin-Effekt stehen, was ich eigentlich tatsächlich mache, dass man das so tragen würde. Ich persönlich fand es aber im Ergebnis her zu speckig. Ich habe es trotzdem auf der Seite drauf gelassen, weil ich es nachher dann einfach mal als Primer unter der nächsten Foundation verwenden wollte, einfach um zu gucken, wie das so funktioniert. Da habe ich mir nämlich gekauft von NARS den Tinted Moisturizer Pure Radiant, also auch wieder ein Produkt mit Strahlkraft stehe ich ja tierisch drauf. Auch das ist ein Produkt, was Feuchtigkeit spenden soll und es hat einen Lichtschutzfaktor von 30, was ich klasse finde. Ich finde, dass ich die Farbe ganz gut getroffen habe. Ich habe mir die Farbe Light 0 Terre Neuve geholt. Wenn ich das so richtig ausblende, einarbeite und so, sieht das schon recht gut aus. Also es hat mir auch echt gut gefallen. Es hat ausgesehen wie Haut. Es ließ sich echt toll einarbeiten und ich bin begeistert. Also ich trage das jetzt ja auch schon eine ganze Weile auf meinem Gesicht und es sieht immer noch fantastisch aus. Und weil das so fantastisch aussah und diese wirklich angenehme Deckkraft hatte, habe ich mir gedacht, hey, wäre doch ziemlich cool, wenn ich das auch noch über die Bäckergeschichte mit drüber geben würde. Und habe das dann einfach mal ausprobiert. Und ich muss sagen, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat. Also das hat auch gut miteinander von den Texturen her harmoniert. Das hat nicht gekrümelt oder sonst irgendwas. Es hat sich schön verbunden. Und ja, ich habe mich echt gefreut, weil es hat auch eine schöne Strahlkraft noch gegeben. Und ich glaube, wenn ich die beiden Produkte miteinander vermischen würde, also schon direkt
Effekt auf der Mischplatte, dass es eine mega geile Base ergeben würde, die natürlich strahlend aussieht und wo man einfach so glowing goddess-mäßig aussieht. Und das fand ich sehr charmant und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich die beiden Produkte mir auch bestellt habe. Und ich dachte zwar erst, dass Becca so ein kleiner Reinfall für mich wäre, weil die halt nulldeckend war, sondern eher orange auf der Haut wirkte, aber in Kombination war es traumhaft. Und auch jetzt, wenn ich jetzt schon einfach 3 Stunden später hier so sitze, es sieht einfach klasse aus. Das ist ja hier die Seite, wo ich auch die Becca-Geschichte drunter habe. Und das sieht so natürlich aus, nichts ist crusty oder sonst irgendwas. Hier habe ich auch nur die Nasgeschichte drauf, aber ich finde, beide Seiten sehen schön aus, wobei ich diese Gesichtshälfte deutlich schöner finde. Etwas, was ich jetzt nicht ausprobiert habe, weil ich ja nur 2 Gesichtshälften habe. Ich möchte aber mal wieder ein Full-Face Two-Faced machen, weil habe ich glaube ich länger schon nicht mehr und ich liebe Two-Faced, ist die Perfect Peach Comfort Matte Foundation. Da habe ich ein bisschen Angst vor, vielleicht mische ich mir die auch wirklich mit der Becca-Geschichte. Die ist irgendwie infused with Peach und Sweet Fig Milk. Das heißt, da ist Pfirsich drin und Süßfeigenmilch. Ist das, geht das? Ich weiß es nicht. So schaut sie auf jeden Fall aus. Jedenfalls die Verpackung. Ich habe mir die Farbe Marshmallow geholt. Ich glaube, die könnte etwas hell sein, aber hey, es ist immer super schwer, diese Swatch-Geschichten online richtig einzuschätzen. Wird aber dann in einem Video nochmal demnächst ausgetestet. Als nächstes habe ich mir ein Puder bestellt, weil ich tatsächlich, man glaubt es kaum, ein Full-Face Lancôme plane. Richtig krass. Und dieses Puder, also ich habe im Leben nicht erwartet, dass es so krass ist. Das Long Time No Shine Loose Setting and Mattifying Powder in der Farbe Translucent. Da sind ganze 15 Gramm in diesem Oshi-Pot drin. Ich bin, also, was ein Riesenbrecher. Damit kannst du jemanden schlagen, ey. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es wirklich zu matt wirken könnte oder so. Als ich das unter die Augen gegeben habe, war das so hammermäßig. Nimmt zwar jeden Glow aus dem Gesicht, aber wenn sich nachher die ganzen Sachen verbinden und man auch Setting Spray, Fixing Spray, Öle der Haut, die wieder durchkommen und so weiter bedenkt, ne, dann sieht alles wieder wundervoll aus und da muss man sich keine Sorgen machen. Selbst ich mit meiner trockenen Haut komme da echt gut jetzt mit klar. Gut, es ist jetzt eine First Impression gewesen, aber trotzdem. Es sieht ein bisschen sehr weiß unter den Augen aus, finde ich. Aber ich habe das auch mit einem extra Schwämmchen genommen von Real Techniques. Das ist so ein Miracle Powder Sponge. Einfach mal, um zu gucken, wie das so funktioniert. Das ist ein quasi Bacon, was ich mir aber nachher weggewischt habe mit einem großen Fluffelpinsel. Ne? Mir gefällt das Puder auf der Haut aber richtig gut. Es hinterlässt ein schönes Finish und ich würde es jetzt nicht unbedingt als invisible beschreiben, so wie es auf der Verpackung steht. Also es ist nicht unbedingt unsichtbar, aber es passt halt schön und es macht einen schönen Weichzeichner-Effekt und man fühlt sich schon recht edel mit diesem Puder. Nicht nur, weil es so sackenteuer war, nein, nein, sondern weil es halt auch einfach sich ganz toll auf der Haut anfühlt und das hat mir echt gut gefallen. Als nächstes habe ich mir 2 Bronzer bestellt. Da habe ich das Forever Natural Bronze Powder geholt. Ein Healthy Sun-Kissed Skin Bronzer Longwear Perfection and Comfort. Also es soll quasi einen gesunden, sonnengeküssten Teint geben und langanhaltend sein und sehr komfortabel sein. 9 Gramm sind da enthalten und ich habe die Farbe 0410 Bronze gewählt. Ich dachte erst, also im ersten Moment, ein geiles Packaging, nur mal by the way. Es fühlt sich an wie ein Sofa. Ich möchte meinen Kopf darauf legen und einen Mittagsschlaf halten. Also ein Traum, ne? Spiegel natürlich enthalten. Egal. Es hat sich toll verarbeiten lassen, ist mit der Haut verschmolzen und gibt einen sehr, sehr wunderschönen, natürlichen, sonnengeküssten Bräunungseffekt auf das Gesicht und das hat mir gut gefallen. Es ist nicht fleckig geworden, es ist schön verschmolzen und ich fand das einfach geil, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat mich umgehauen. Ich werde definitiv mehr Produkte von Dior mir mal anschauen, auch wenn mein Konto weinen wird, aber trotzdem, das muss es verkraften. Ich glaube, die haben echt gute Produkte. Als nächstes habe ich mir ein Produkt von Blissim bestellt und zwar ist es ein Bronzer von Clarins. Den hat die liebe Beauty Overage Astrid empfohlen, weil dieses Packaging, Leute, ein Traum. Übrigens riecht dieser Bronzer auch ganz leicht nach Wassermelone und er ist dreigeteilt und hat auch diese Wassermelonen-Optik. Ist wunderschön. Hat einen großen Spiegel mit dabei, der echt schön und klar ist. Ich bin komplett durch alle 3 Farben durchgegangen, um halt so ein Mischmasch einfach mal auszutesten, um zu gucken, wie das Ganze auch auf dem Gesicht aussieht. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil er
etwas fleckiger rüberkam. Auch er soll einfach ein Healthy Glow geben, also einen sonnengeküssten, strahlenden, wie auch immer, gesunden Hauteffekt. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich finde ihn nicht so haltbar jetzt so im Nachhinein wie den von Dior, weil der ist jetzt schon fast verschwunden, obwohl er deutlich dunkler auf der Haut aussah. Etwas merkwürdig. Ich persönlich würde mich, wenn ich mich entscheiden müsste, aber echt für den Dior Bronzer entscheiden, weil er einfach besser auf meinem Gesicht aussieht und besser mit mir verschmolzen ist, meinem Gesicht verschmolzen ist. Und ja. Als nächstes habe ich ein Produkt von Kylie Jenner jetzt ausprobiert. Ich finde, man sieht ihn kaum auf der Haut. Also ich hatte mir deutlich mehr Pigment davon erhofft, weil ich extra die Farbe Betty on the Block geholt habe, die Nummer 335, und die sah online doch sehr dunkel aus. Als ich die aber zu Hause aufgemacht habe, war sie doch sehr hell. Also dieses, also es ist eher peachy, ne? Und ich dachte eigentlich, dass sie mehr in das leicht bärige reingehen würde. Schade finde ich außerdem auch, dass man nicht dieses Pressing auf dem Puder mit drauf hat, so wie das damals ja auch immer der Fall war oder wie das auf den Umverpackungen der Fall ist. Aber trotzdem, ich finde ihn okay. Muss man dafür so viel Geld ausgeben? Ich glaube eher weniger, weil ihr seht es auch, man sieht ihn kaum auf der Haut. Ich habe es ordentlich aufgebaut, aber ja, jetzt habe ich ihn da. Ich werde ihn auch verwenden, aber ich bin jetzt nicht so ultra geflasht davon. Dann habe ich mir auch noch geholt einen von MAC. Ja, eine wunderschöne Verpackung. Also diese Verpackung hat mich eigentlich dazu gebracht, das zu kaufen. Herzlich willkommen, ich bin ein Verpackungsopfer. Das ist der Extra Dimension Blush. Look Don't Touch heißt die Farbe. Und ich fand es echt klasse, dass wir dieses Verpackungsdesign auch auf dem Blush selber drauf haben. Beim diesem Produkt haben wir sogar einen kleinen Schimmer drin. Und Leute, Achtung, der ist ultra pigmentiert. Habe ich nicht mit gerechnet. Habe mir den ein bisschen doll aufgetragen. Und ich habe den Spiegel vermisst. Da stellen ja immer mehr Marken um. Oder sie haben hier den Spiegel vergessen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall stellen immer mehr Marken darauf um, auf Spiegel zu verzichten, damit das Produkt besser recycelfähig ist. Was ich aber ein bisschen merkwürdig finde, weil ich meine, diese Verpackung von dem Produkt ist ja auch schon ziemlich verspiegelt, ne? Egal. Naja, auf jeden Fall fand ich den jetzt auf der Haut ganz schön. Am Anfang war er sehr, sehr extrem. Ich habe das Ganze dann noch ein bisschen weiter ausgeblendet, damit es nicht so leuchtend im Dunkeln ist, sage ich jetzt einfach mal dazu. Aber ich finde jetzt so im Endergebnis ist das Ganze schon echt, das Ganze schon ganz schön schön. Ich wäre aber nicht ich, wenn ich nicht zusätzlich noch mehr Blushes gekauft hätte. Ja, die konnte ich jetzt natürlich auch nicht im Video testen aufgrund von ein Gesicht, zwei Gesichtshälften, ihr wisst Bescheid. Und ich wollte nicht noch länger warten, bis ich ein Schminki zu diesen ganzen Sachen drehe. Das heißt, ja, die kommen sowieso demnächst in Videos rein, weil ich plane zum einen ein Full Face NYX. Da habe ich mir den Sweet Cheeks Matte Creamy Powder Blush bestellt in der Farbe Citrine Rose. Das ist dieser hier. Den habe ich bei Douglas gefunden. Ich finde, dass NYX nicht so viel Auswahl an Produkten hat. Ich weiß nicht warum. Die haben ultra viele verschiedene Lippenprodukte in allen möglichen Variationen. Aber Face- und Base-Produkte? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall sieht er halt auch echt nicht schön aus. Es sieht sehr günstig aus. Aber trotzdem, ich habe jetzt einen und ich finde die Farbe affengeil. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so hardcore dann auf meinem Gesicht rüberkommen wird. Wir lassen uns mal überraschen. Aber wie gesagt, es gibt ein Full Face NYX, wo ich dann auch endlich mal die ein oder andere Born This Way Foundation und Concealer-Geschichte ausprobieren kann, die ich schon seit Ewigkeiten hier stehen habe und auch schon mal ausprobiert habe, aber noch nie in dem Video, wofür ich es eigentlich vorgesehen habe. Dann Full Face, Too Faced, ihr wisst Bescheid, habe ich mir auch den neuen Blush bestellt. Love Flush Watercolor Blush. Blush Aquarell. Ja gut, ne? Love Yourself ist hier die Farbe. Das Ding ist halt, dass ich jetzt schon bei mehreren gehört habe, dass die Pigmentierung jetzt nicht so ganz so hardcore sein soll. Und die Verpackung ist jetzt auch nicht so wunderbeautiful. Sieht aus wie ein ganz flaches Polly Pocket. Ich finde den aber eigentlich ganz witzig, ne? Also, es erinnert mich halt an Kindheit. Und Too Faced steht ja auch so ein Stück weit für Spielerei. Wie unfassbar schön ist bitte dieses Pressing, ne? Also du hast ja diese Häschen da drin und keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sogar die fast dunkelste Variante ausgewählt, damit man ihn halt sieht. Er riecht nicht so wie die anderen Too Faced Produkte, also nur ganz, ganz zart nach irgendwas. Aber ich kann auch gar nicht identifizieren, wonach der riecht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass ich ein Full Face Too Faced schminken werde. Und von Lancôme habe ich mir ultra krass reduziert den Blush Subtil Powder Blush in der Farbe... Ja, Figure Espiègle 041 bestellt. Hammerschöne Verpackung. Kameras kommen nie mit diesem verspiegelten Kram klar.
Ja, habe ich mir gegönnt, ne? Hat, war irgendwie um 50% reduziert, da sagst du auch nicht unbedingt nein. Und wenn man sowieso einen Fullface Lancôme plant, was soll der Falschgeiz? Ich fand die Farbe einfach auch hier aufregend, weil das einfach mal was anderes ist. Und auch das wird dann einfach in dem Fullface mal ausprobiert. Ich finde, das muss nicht sein, dass man da diesen kleinen Mini-Pinsel mit dabei hat. Ne? Den kann man sich sparen und dafür dann entweder ein größeres Produkt reinmachen oder die Verpackung kleiner und dann den Preis auch kleiner. Egal, Spielerei kann man auf jeden Fall machen. So, dann kommen wir zu dem nächsten Produkt und zwar ist das der Highlighter von Kylie Cosmetics. Den habe ich mir geholt in der Farbe 020 Ice Me Out. Ich hatte ein bisschen Angst, dass dieser Highlighter weiß auf meinem Gesicht wird. Aber Leute, nein, er ist richtig schön. Er ist nicht so schön wie der Highlighter von Tony Moly, den ich habe. Aber er ist schon sehr vergleichbar mit dem Hattie Highlighter, den ich mir auch bestellt habe. Denn man sieht keinen weißen Streifen im Gesicht, man sieht einen subtilen Glow. Nicht zu hart, nicht zu weich und es ist so ein Hauch von. Es hat aber schon ziemlich viele Glitzerpigmente mit dabei und man kann sich den sehr intensiv aufbauen, wenn man möchte. Hier haben wir tatsächlich auch endlich ein Pressing in dem Highlighter drin, wo Kylie, 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 Kylie drin steht. Kann man machen. Ich hätte lieber diese runterlaufende Make-up-Geschichte gehabt, was die ja auch im Logo und so weiter drin haben. Aber gut, komme ich mit klar. Ich finde den Highlighter sehr schön und ich finde es auch wundervoll, dass er nicht so eisig ist, wie der Name es eigentlich vermuten lassen würde. Als nächstes habe ich ein paar Augenbrauenprodukte, die ich getestet habe, die ich mir gekauft habe. Zum einen, ja auch bei Plissim, ne, von Clarin, den Augenbrauenstift in der Farbe 03 Soft Blonde. Und das ist einfach ein Stift, wo du auf einer Seite einen Spoolie hast, der recht groß ist, aber sehr, sehr angenehm. Und auf der anderen Seite hast du einen anspitzbaren Stift. Und ja, die Farbe gefällt mir echt gut. Der ist relativ hart am Anfang gewesen, aber als ich ein paar Mal dann über meine Augenbrauenhärchen drüber gegangen bin und auch quasi die Wärme meiner Haut sich damit verbunden hat, ne, ist das Ganze schön schnell gegangen. Und das ist mir immer recht wichtig, dass ich zügig meine Augenbrauen machen kann und ein tolles Ergebnis danach habe, dass ich keinen Augenbrauenstift habe, der beim Ausbürsten verschmiert, sondern der dann an Ort und Stelle bleibt. Und das macht er. Also ich finde die Farbe toll, ich mag den gerne leiden, hat ein tolles Ergebnis gemacht. Und wenn ich da ein bisschen mehr Zeit mir gelassen hätte, hätte das Ganze wahrscheinlich auch noch ein bisschen sauberer ausgesehen. Aber wir kommen damit klar, wie es aussieht. Ich finde, dass der Stift eine schöne Qualität hat. Er fühlt sich sehr hochwertig an. Gut, er ist auch hochpreisig, dann erwartet man das auch entsprechend. Aber ich freue mich, dass er jetzt auch in meiner Sammlung ist, weil er mir sehr gut gefällt. Dann hatte ich auch noch mit dabei als Goodie, und das habe ich euch eben noch nicht gezeigt, weil ich das jetzt in diesem Schminke nochmal verwende, von Benefit Precisely My Brow Pencil. Die Probegröße, die ich drin hatte, ist einfach super winzig klein. Das sind 0,01 Gramm gewesen. Also, ne, ich hatte aber noch die Reisegröße davon. Die war mal irgendwo in der Glossybox oder so mit dabei mit 0,04 Gramm. Ich habe aber auch noch das Originalprodukt, aber in der Farbe 2. Das war jetzt verwirrend, aber wir kriegen das schon voneinander. Genau, die kleine Probegröße wird dann demnächst auch mal verlost werden oder sonst irgendwie jemandem gegeben, der das mal ausprobieren möchte. Und ja, den Augenbrauenstift kenne ich, das ist mein Zauberstab, ich liebe ihn. Ich kann damit toll zeichnen, der ist auch immer anfangs ein bisschen trocken, aber wenn man dann das Ganze sich mit der Haut verschmilzen lässt, funktioniert das Ganze echt gut, lässt sich schnell einarbeiten, toll ausblenden und sieht am Ende echt gut aus und hält halt auch eine ganze Weile. Als wir dann mit den Augenbrauen fertig waren, haben wir uns selbstverständlich dem Augenlook zugewendet. Hier habe ich mir eine Palette von MAC bestellt, die ich einfach auch verpackungsopfertechnisch so wunderschön fand. Oh mein Gott. Ich meine, ihr seht's, ne? Es ist einfach eine absolut farbenfrohe Palette. Das ist die Eyeshadow mal 12 Botanic Panic Palette, die 50 Euro kostet. Aber hey, ich hatte ja meinen 20% Gutschein, dann ging das Ganze. Sie fühlt sich sehr schwer an, sehr hochwertig und ich habe von MAC keine Lidschattenpalette. Und deswegen habe ich mir gedacht, es muss irgendwann auch mal eine MAC Lidschattenpalette bei mir einziehen, damit ich die Qualität von den MAC Lidschatten austesten kann. Ich habe dann angefangen, einen Look zu schminken. Beim Swatchen war mir schon aufgefallen, dass gerade die matten Töne nicht ganz so fantastisch sind. Wir haben hier ungefähr 3 verschiedene Texturen drin. Einmal sind es so klassisch matte Farben. Dann haben wir so Farben, die leicht cremig und leicht schimmerig sind, wie zum Beispiel diese dieses Limonengrün, was da mit bei ist, oder dieses Lila, was da auch mit drin ist. Und dann haben wir die Schimmertöne. Ich finde persönlich, dass die matten Töne echt nicht viel hergeben. Das Gelb, okay, es ist gut gestartet, es hat auch ganz gut funktioniert. Das Lila und das
komisch, Limettengrüne, haben mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das immer wieder versucht, irgendwie aufzubauen und zu verblenden und gemacht und getan. Das hat leider nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft habe, um das mal so zu sagen. Auch dieses Pastell-Hellblau-Türkis, ja, letztendlich konnte ich den Look schon ziemlich retten, aber es ist lang nicht so geworden, wie ich mir das erhofft hätte. Ich wollte eigentlich so einen richtig schönen Regenbogen-Look machen. Das hat nicht so ganz funktioniert, ne? Also von einer Palette, die so teuer ist, hätte ich eigentlich deutlich mehr erwartet. Also da habe ich von bei Beauty Bay Paletten, die einfach eine viel heftigere Geschichte haben, oder auch bei Made by Mitchell, was man bei Purish kaufen kann, übrigens da, ne? Claudisfeld 15, Affiliate, genau, Affiliate-Rabattcode, 15% Rabatt gibt es da. Finde ich einfach viel, viel besser von der Qualität und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Die Schimmertöne, die haben es mir aber angetan. Da rede ich einmal von diesem, ja, Dunkeltürkis-Ton, den ich mir ja auch quasi als Wing aufgegeben habe, und auch der ja, Mauve-Schimmerton ist eigentlich ganz gut von der Funktionalität. Auch der Goldton hat mir ganz gut gefallen, den ich mir nachher so als Topper Cut Crease, wie auch immer man das nennen mag, drüber gegeben habe, hat mir gut gefallen. Und auch mein Innenwinkel-Highlight mit diesem Schimmer-Rosa fand ich auch ganz schön. Also so unterm Strich gefällt mir auch der Look. Das hat sich auch, ne, ist am Ende auch gut geworden. Ich meine, das ist jetzt so ein typischer Look. Claudia testet einfach mal ein paar Produkte, wenn sie neu eintreffen. Und dieses Mal habe ich einfach mal die Kamera angestellt und euch einfach mal mitgenommen. Also so sieht das dann bei mir meistens aus. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Tutorial-Look oder ein Look zum Nachschminken, aber vielleicht so eine kleine Inspiration, wenn ihr das so möchtet, ne? Genau. Ansonsten ist die Palette solide, aber wegen der Qualität würde ich sie mir nicht unbedingt nachkaufen. Was auch ein bisschen schade ist, dass die Farbnamen nicht auf die Palette draufgedruckt sind, sondern so als Plastikeinleger mit dabei sind. Das mag ich ja gar nicht, weil ich ja diese Plastikeinleger immer wegschmeiße. Aber gut, so ist das Leben eben. Es wird Regen geben. Dann habe ich mich für die andere Augenseite anfixen lassen von der lieben Katrins Welt und so. Katrin kenne ich natürlich von unserer Trash-Wanderpaket-Gruppe. Es ist so ein wundervoller, lieber Mensch. Und deswegen habe ich mich von ihr anfixen lassen, als sie sich die Stila-Palette geholt hat. Das ist die Happy Hour Eyeshadow-Palette. Die gibt es bei Look Fantastic sehr reduziert zu kaufen. Die haben sehr viele Produkte von Stila sehr reduziert. Manchmal findet man die auch bei TK Maxx, aber bei Look Fantastic online bestellen ist irgendwie hygienischer, wenn ich das mal so sagen darf. Denn bei uns im TK Maxx sieht alles immer aus wie Sau. Egal, diese Palette ist ein richtiger Brecher, denn sie ist super schwer. Also, als ich mich damit geschminkt habe, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich einen Brechmann in der Hand halte. Der Spiegel ist wunderschön, er ist riesig, er ist klasse, er ist toll. Auch in den Swatches hat man gesehen, dass die vier Mattentöne, die mit dabei sind, jetzt nicht so die krasseste Pigmentierung des Universums haben und auch eigentlich eher dafür da sind, um vielleicht so einen leichten Schatten in die Geschichte mit reinzubringen. Die Palette spricht aber hauptsächlich dafür, dass man sich die Schimmertöne draufhaut. Da hat man bei den 8 Schimmertönen, die drin sind, 5 Stück, die so Pressed Glitter sind. Also die sind halt schon mit einem gewissen Unterton, sodass sie auch am Lid haften werden. Aber sie krümeln, Leute. Das sage ich euch jetzt schon mal. Den regulären Schimmerton, den ich zuallererst aufgetragen habe, dieses, ja, ich weiß nicht, Petrol-Hellblau, wie auch immer, fand ich klasse. Muss man natürlich mit dem Finger aufgeben, genauso wie es am sinnvollsten ist, auch diese Pressed Glitter-Geschichte mit dem Finger vorsichtig aufzutupfen. Aber Glitter-Fallout hast du so oder so. Das steht fest wie das Arm in der Kirche. Ich wollte aber auf jeden Fall vorher meine Base machen, wie das halt immer so der Fall ist. Ich habe nicht alle Töne verwenden können, aber die Töne, die ich verwendet habe, fand ich fantastisch. Und ich finde, dass man auch relativ schnell und einfach einen tollen Look damit hinzaubern kann. Und da bedanke ich mich bei der lieben Katrin für die wundervolle Empfehlung. Es ist eine ganz, ganz tolle Palette und damit habe ich jetzt eine neue, sehr kühle Palette in meiner Sammlung. Jo. Das ist so meine Idee dahinter, ne? Ein Produkt habe ich übrigens vergessen. Das lag hier jetzt gerade nebenbei. Und zwar ist das von Lancôme, weil Full Face Lancôme und so, Brow Define Pencil in der Farbe 02 Blond. Natürlich darf auch bei einem Full Face kein Augenbrauenstift fehlen. Und den habe ich mir jetzt einfach gekauft. Ja, so teure Augenbrauenstifte braucht kein Mensch. Aber vielleicht ist der so krass von der Qualität her, dass es sich lohnt. Ich weiß es nicht. Ne, sieht aber jetzt von der Qualität jetzt nicht so hardcore aus, als dass es sich lohnen würde. Egal, wir gucken mal. Wir haben ein Spoolie mit dabei und auf der anderen Seite haben wir eine
hochdrehbare Stiftseite. Den habe ich jetzt auch nicht ausprobiert, aber den werden wir dann im Fullface zusammen testen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Das nächste, was ich mir bestellt habe, was ich auch nicht testen konnte, weil nur zwei Augen in meinem Gesicht vorhanden sind. Ich wollte meine Anastasia Beverly Hills Palettensammlung etwas erweitern bzw. vervollständigen. Wie das jetzt bei diesen ganzen ABH, wie heißt die? Mini Norvina und hast du nicht gesehen, Norvina Paletten aussieht. Die muss ich nicht unbedingt haben, aber dieses Format. Und das hier ist die Alyssa Edwards Palette. Ich habe die immer mal wieder bei mir so auf dieser Beobachtungsliste oder auf den Wunschlisten. Und wenn ich dann sehe, dass die bei einem Online-Shop dann irgendwie krass reduziert sind oder so, dann schlage ich zu, ne? Und ich finde hier das Verpackungsdesign leider nicht so geil. Es ist hygienischer oder besser sauber zu halten, weil das nicht dieses Samtige ist. Ne? Das ist ja bei der Soft Glam und so weiter der Fall. Schade, hätte ich lieber auch gehabt. Und hier haben wir mal eine richtig schön bunte Palette. Leck mich fett. Ich stehe drauf, ne? Ja. Ach Mensch, ist die schön. Da freue ich mich auch schon drauf, die auszuprobieren und die zu verwenden. Unicorn Tribe. Oh, was ein schöner Name. DDG, keine Ahnung, was das heißt. Aber gut, ja, freue ich mich drauf. Und die wird ihre Anwendung finden. Und ihr seht es, ne? Ich mag gerne so bunte Sachen. Ich mag es einfach, so ein bisschen Farbe in mein Leben zu bringen. Und ich mag es auch einfach, meine Sammlung schön zu halten, um das mal so zu sagen. Irgendwann kommt auch mal wieder ein Sammlungsvideo. Es ist in Arbeit, sagen wir es mal so. Als nächstes habe ich einen Eyeliner mir bestellt und zwar von Clarins. Der Graphic Ink Liner. Intense Black ist da die Farbe. Und das ist ein Filzstift-Eyeliner. Ich liebe Filzstift-Eyeliner. Ich kann damit einfach am besten umgehen. Und deswegen ist er einfach mit in den Einkaufskorb gewandert. Und ja, vielleicht gibt es auch irgendwann mal in diesem Universum ein Fullface Clarins. Man weiß es nicht. ja, den fand ich eigentlich ganz schön in der Anwendung. Aber man muss bedenken, dass man hiermit nicht unbedingt feine Linien zeichnen kann. Ihr seht es, auf der einen Seite habe ich einen richtigen Statement-Eyeliner gemacht, den ich extrem feiere. Also der ist nicht verlaufen, der hat sich schön auftragen lassen, ist tiefschwarz, ist mattschwarz, nicht glänzend, schön angetrocknet, ist auch schön über diese ganzen 5 Milliarden Farben auf diesem Auge drüber geglitten und hat funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich einfach versucht, so einen wie ich den halt normalerweise mache, mit einer recht feinen Spitze hinten rauszumachen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil die Spitze von diesem Filzstift ist doch sehr breit. Und deswegen hat das nicht ganz so gut funktioniert. Trotzdem, das Ergebnis gefällt mir und das, ne, ist ein schöner Eyeliner. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Heute möchte ich gerne vergleichen die Too Faced Damn Girl Mascara mit der Estee Lauder Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Wie lang kann ein Name einer Mascara sein? Beide Bürstchen sind Kunsthaarbürstchen, wobei die Damn Girl Mascara ein erdnussförmiges Bürstchen hat und die Estee Lauder Mascara ein tannenbaumförmiges Bürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Ich persönlich mag beide sehr, sehr gerne. Die Damn Girl kannte ich vorher schon und die habe ich auch schon vorher mal leer gemacht und geliebt und alles. Und die finde ich auch echt nach wie vor wirklich toll. Die Estee Lauder Mascara finde ich gerade sehr beeindruckend, weil man eben durch diese sehr schöne Tannenbaumspitze extrem weit nach vorne kommt, also auch in den Augeninnenwinkel und sehr präzise damit arbeiten kann. Das ist bei der Damn Girl ein bisschen schwieriger und hat nicht so gut funktioniert. Und ich habe zwar jetzt keine Mascara Dacia, aber ich hatte die ganze Zeit Angst, dass es passiert, um das mal so zu sagen. Das Ergebnis ist von beiden sehr ähnlich. Also wir haben bei beiden Mascaren einen ordentlichen Augenaufschlag. Jetzt habe ich ins Licht geguckt. Au. und ja, ich weiß nicht, es ist cool, wirklich cool, mir gefällt's. Zu guter Letzt habe ich noch natürlich Produkte für die Lippen verwendet und diese Lippenprodukte kommen aus so geilen Too Faced Geschenksets, ich weiß es nicht. Die waren auf einmal im Online-Shop und dann waren sie auch auf einmal richtig krass reduziert, weil scheinbar keiner so viel Geld dafür ausgeben wollte. Ich habe mich auch so ein bisschen influenzen lassen und von Honey Dies und Das, die hatte da auch was gezeigt. Und zwar ist es zum einen das Too Faced Sugar Plum Fun Set. Das ist so ein schönes Mädchenset, Leute. Da sehe ich jetzt auch gerade, dass die Shadow Endurance mit dabei ist. Die hätte ich auch verwenden können, habe ich leider vergessen. Die habe ich schon mal näher gemacht, finde ich echt schön.
24 Stunden Anti-Crease Eyeshadow Primer Rampapam, 5 Gramm sind hier enthalten. Schade, habe ich vergessen, hätte ich auf jeden Fall mit aufnehmen können in das Full-Face Schminky. Aber Leute, ich schminke euch demnächst ein Full-Face, Two-Face, da wird es drin vorkommen. Dann haben wir da noch mit enthalten diese extrem schöne Lidschattenpalette mit diesen Elfen drauf. Oh mein Gott, das ist so schön, die Sugar Plum Fun Palette. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass sie vielleicht billig rüberkommt, wie das ja schon recht häufig bei diesen Limited Editions von Too Faced der Fall war. Wenn man jetzt so an diese Weihnachts-Limited Editions denkt und so, ne, wo diese Verpackung auch so mit Schaumstoff drin ist und sich das so anfühlt, als würde das ganze Kram bald auseinanderfallen. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Das ist eine schöne, kompakte Palette und da hatte Honey auch einen schönen Look mit geschminkt. Das ist eine tolle Alltagspalette und so schaut sie aus. Wunderschöne Töne, also 8 Töne und diese kleinen Paletten sind ja in. Ich meine, gut, gleich habe ich eine Palette, die ist größer als meine Zukunft, aber trotzdem. Riecht einfach süß und ich freue mich drauf, die auszutesten. Ja, sagen wir es einfach mal so. Und das ist ein richtig schönes Schätzchen. Etwas, was ich aber mit euch zusammen jetzt auch ausgetestet habe, ist die Lip Injection, der Lip Gloss. Und hier habe ich die Farbe Sugar Plum Fun, natürlich passend zum Namen der Limited Edition. Das Füßchen, was da dran ist, ist so ein schönes Füßchen, so geschmeidig und lässt sich, also ich möchte im Prinzip die ganze Zeit noch mehr Schichten und auch die Lippen drauf machen, weil sich das so schön angefühlt hat. Natürlich ist es ein Lip-Injection-Produkt, das heißt, es fängt irgendwann im Laufe der Zeit etwas an zu blitzeln. Da ist, ich glaube, Chili oder sowas drin. Und irgendwann, ich meine, ich habe jetzt den nächsten schon wieder drauf, wird es sogar ein bisschen kühlend. Man muss das mögen, dass auf den Lippen halt irgendein Effekt passiert. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und von dieser Farbe Sugar Plum Fun finde ich den Effekt sehr, sehr schön. Es ist natürlich sehr glitzernd, aber es ist irgendwie mal was anderes und es passt zu diesem feenhaften Design und Gedanken. Dann habe ich mir noch ein weiteres Set von Too Faced bestellt, wo auch der nächste Lippi mit drin enthalten war. Und zwar ist das das Enchanted Forest Set. Ich weiß nicht, ob es das Osterset ist oder ob es das Weihnachtsset ist, was irgendwie verspätet rausgekommen ist. Auf jeden Fall ist das hier die Umverpackung und da haben wir so krasse Produkte drin. Ich fange einfach mal an mit dieser Lidschatten- und Face-Palette. Ich habe die in so vielen Hauls und Anti-Hauls zum Beispiel von Contra Junkie gesehen und die hatte halt auch gesagt, so verspielt und so mimimi und so und ich habe mir nur gedacht, nein, es ist wunderschön. Ja, herzlich willkommen, ich bin ein bisschen merkwürdig, aber ich liebe es. Ich finde das wunderschön, das ist so ein richtig tolles Scherenschnitt, 3D-Design von der Lidschatten- und Face-Palette, ne? Und man hat hier einfach mal Kaninchen drauf, ne Sammy? Hier sind Kaninchen drauf, ist der Wahnsinn. Wir haben hier keinen Spiegel mit dabei, was ich natürlich bei so einer großen Palette cool gefunden hätte. Das hat sich gereimt. Und hier haben wir dann Lidschattentöne mit drin und wir haben hier Face-Produkte drin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert die mich an die Palette, die damals Niki Tutorials, böse, böse, langes her, mit Too Faced rausgebracht hat, die ja irgendwie nicht so geil gewesen ist. Ne? Aber sie erinnert mich extrem daran, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Aber ich sehe da eine Parallele. Naja, so viel dazu. Sie wird auf jeden Fall ihre Anwendung finden. Das ist für mich persönlich eine extreme Alltagspalette. Das hat für mich nicht unbedingt was mit Glam, Glowy, bunte Farben und so weiter zu tun. Sowas würde ich definitiv im Alltag tragen. Ja, und dann natürlich noch Blush, Bronzer, Highlighter, Pink Christmas, Safe. Es ist die Christmas-Palette, weil auch der Bronzer heißt Rudolf. Hallo. Ich feiere das. Nein, ich finde es wunderschön und ja, ich freue mich drauf, die Produkte zu verwenden. Außerdem mit in diesem Set enthalten war selbstverständlich, wie sollte es auch anders sein, die Too Faced Better Than Sex Mascara. Die habe ich ja in Originalgröße auch schon da. Ich muss sagen, wenn ich die Better Than Sex mit der Damn Girl vergleiche, mag ich die Damn Girl lieber. Ne? Also die auf diesem Auge auch tatsächlich drauf ist. Finde ich einfach schöner. Trotzdem, ich mag die Better Than Sex nach wie vor sehr gerne. Ja, und zu guter Letzt hatten wir in diesem Set auch mit dabei eine Lip Injection, die ich jetzt auch letztendlich auf den Lippen trage, ein Lip Gloss. Und das ist die Farbe Enchanted Pink, also verzaubertes Pink. Und auch dieser Lip Gloss ist eine Lip Injection. Das heißt, gerade deswegen, weil ich mir kurz vorher den anderen runtergenommen und dementsprechend meine Lippen ja abgeschminkt habe, hat das Zeug gebrannt wie Feuer. Aber ich finde das Ergebnis schön. Also es sieht wirklich toll aus. Ich mag dieses, also mehr, ich hätte jetzt nicht unbedingt dieses Lip Injection da mit drin gebraucht, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ich finde den Effekt, also oder dieses Gefühl ganz witzig und trage das auch ganz gerne so auf meinen Lippen, ne? Habe ich nichts drum bei. Ich finde es auch witzig.
wenn ich mit meiner Zunge dran komme und es sich anfühlt, als hätte ich irgendwie gerade einen Chilischote angeleckt. Aber ich finde, dass es eine wunderschöne Farbe ist. Er fühlt sich toll auf den Lippen an und passt irgendwie auch wirklich zu jedem Look. Also man sieht meine beiden Looks und dazu passt es halt auch wirklich. Ja, und das war jetzt auch dann mein kompletter XXXXXXL Beauty Try-On Eskalativer Rampampam-Haul. Also ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Ich probiere ja gerade so ein bisschen aus, wie man vielleicht verschiedene Kombinationstechniken zwischen Haul und Schminki machen kann. Ich werde aber nach wie vor auch noch klassische Hauls machen und klassische Schminkvideos, also auch getrennt. Aber ich mag das auch mal ganz gerne, wenn ich euch mitnehme, wie ich das halt so mache, wenn ich einfach die Produkte ausprobiere. Was ich persönlich auch immer ganz nice finde, ist, wenn man direkt in dem Haul eine Review bekommt. Natürlich dauern die Videos dann so ein bisschen länger, aber ich glaube, der ein oder anderen könnte es gefallen. Ihr Lieben, das war es jetzt auch hier schon, in Anführungsstrichen, von mir, nachdem sie 3 Stunden gedreht hat. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr die ein oder andere Anregung mit rausnehmen konntet. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!